Olivisia, herzlich willkommen in dieser neuen Ausgabe unseres Magazins in deutscher Sprache. Im zweiten Teil berichten wir von der Tourismusmesse ITB in Berlin. Dort trafen wir im März 2019 den Chef des Spezialreisebüros für Bahnreisen, Gregor Sutter. Doch erst einmal zeigen wir eine Sonderfahrt mit einer Dampflok der Baureihe 03 von Berlin ins polnische Stettin. Es ging um Nostalgie, aber auch um Werbung für den Ausbau der befahrenen Bahnstrecke, die, so die frohe Kunde, demnächst auch EU-Gelder für den zweigleisigen Ausbau bekommen soll. Viel Spaß! Bernau bei Berlin am 15. März 2019 gegen 8 Uhr morgens. Träge begann das Alltagsleben auf dem Bahnhof. Auf den Bahnsteigen warteten Schüler und Studenten auf Regional- oder S-Bahn-Züge, die von Zeit zu Zeit auf dem Weg von und nach Berlin hielten. Alles war wie immer. Nur eine Gruppe junger Männer mit Fotoausrüstungen fiel in die Augen. Sollte hier bald etwas Besonderes stattfinden? Tatsächlich, eine Dampflokomotive und dann noch eine Schnellzuglok, das ist schon ein ungewöhnlicher Anblick heutzutage. Das erste Ziel des Dampfzuges war das polnische Szczecin, auf Deutsch Stettin. Also fuhren wir schnell dorthin. Seit längerer Zeit sind beim Stettiner Hauptbahnhof Gleisbett, Bahnsteige und auch die Fußgängerbrücke über die Gleise eine Dauerbaustelle. So nahmen wir die Ankunft des Dampfzuges nicht von der Brücke aus auf, sondern von den Bahnsteigen. Freikarten in Stettin wurden hauptsächlich für Kinder aus Kindergärten und Familien mit Kindern vergeben. Deshalb wurde es am Bahnsteig laut und lustig. Der Zug hatte eine kurze Verspätung, weil das Auftanken mit Frischwasser in Tanto kurz vor der Grenze länger dauerte als geplant. Aber was sein muss, muss sein. Ein Blick auf die Wasserstandsanzeige bestätigte, jetzt sind die Tanks wieder perfekt gefüllt. Das Führerhaus der Dampflok ist recht geräumig. So gibt es auch einen Platz für moderne Geräte, wie zum Beispiel den elektronischen Fahrplan. Die Dampflokomotive der deutschen Baureihe 03 mit der Bahnnummer 155, heute 2155-4, wurde 1934 von den Berliner Borsigwerken hergestellt. Bereits 1969 hatte sie rund 3 Millionen Kilometer zurückgelegt, ein eiserner Koloss mit beeindruckender Lebensgeschichte. Bei einem so großen Kilometerstand wurde der Kessel natürlich mehrfach gewechselt und gründliche Reparaturen gab es reichlich. Die Höchstgeschwindigkeit der Lokomotive beträgt 130 Stundenkilometer. Heutiger Besitzer der Lokomotive ist die private Firma der Bahnliebhaber Wedler und Franz. Betreut wird die Lok durch den Lausitzer Dampflokclub.
Speisewagen hatten die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Die Menüs wurden speziell für diesen Anlass auch in polnischer Sprache gedruckt. Das Amt Garz, knapp an der Grenze zu Polen, hatte die Idee für diese Dampffahrt. Was brachte die örtlichen Entscheidungsträger dazu, einen so tollen Zug zu organisieren? Wir hatten schon in Garz zum 170. Streckenjubiläum eine Dampflokfahrt organisiert und die ist in der Bevölkerung sehr gut angenommen worden. Wir haben das mitgekriegt, dass viele Kinder auch gerne mit diesen Sonderzügen fahren, dass das für die ein richtiges Erlebnis ist. Wir hatten heute ein kleines Kind in Tanto, das in die Vorschule geht, das noch nie mit der Eisenbahn gefahren ist. Für die war das total unbegreiflich, dass man auch mit der Eisenbahn da fahren kann. Und da sind in dem so eine schöne Erlebnisse für die Kinder, dass sie jetzt mal eine historische Dampflok sehen von 1934 mit 11 Wagen und nicht nur diese Triebwagen und so. Und wir möchten ja auch, dass sich das bei den Kindern festsetzt, dass die Eisenbahn eben auch ein modernes Verkehrsmittel ist mit einer langen Vergangenheit und wollen eben die Leute eben mitnehmen. Das 175. Jubiläum der Stettiner Bahn war ja schon im letzten Jahr. Letztes Jahr ließ sich das leider nicht organisieren. Man hatte ja die letzten Dampfzüge, sind ja leider nicht mehr nach Polen gekommen. Die sind ja in Löcknitz oder in Tanto stehen geblieben. Da mussten die Reisenden mit den Bussen über die Grenze gefahren werden. Das war sehr schade und deshalb mussten wir warten jetzt bis März. Und jetzt hat sich das endlich realisieren lassen und wir sind eigentlich ganz stolz, dass das so geklappt hat. Und wir sind auch sehr dankbar, dass es eben von den Familien und von den Kindern hier entlang der Strecke so gut angenommen wurde. Glücklicherweise musste das Amt Garz-Oder nicht alle Kosten dieser Reise alleine bezahlen. Die Kommunalgemeinschaft Pomerania konnte von der Europäischen Union Subventionen erhalten, weil die Union Züge, welche die Grenze von Mitgliedsländern überqueren, besonders mag. So konnten an Interessenten die Tickets kostenlos verschenkt werden. Damit möglichst viele Personen das Angebot nutzen konnten, wurde die Strecke in mehrere Abschnitte unterteilt. Deshalb wurden die Tickets in verschiedenen Farben gedruckt, gewiss eine Rarität für Sammler. Unsere Städte und Gemeinden, die engagieren sich sehr für die Stettiner Bahn. Und wir den Prozess des Ausbaus, den haben wir ja nun schon lange sehr, sehr kritisch begleitet. Und das ist ja nicht nur eine Nostalgiefahrt, sondern wir wollen an die lange Geschichte der Stettiner Bahn erinnern. Die ist 1843 eröffnet worden und war 1873 zweigleisig. Zweigleisig zu einer Zeit, wo viele Teile Deutschlands und Polen eisenbahnmäßig gar nicht erschlossen waren. Leider haben wir 1945 das zweite Gleis verloren. Und es war ja bis heute nicht möglich, das zweite Gleis zu legen oder auch zu elektrifizieren. Wir leben im Jahr 2019 und haben eigentlich noch Kriegsschäden. Die Kriegsschäden von 1945 sind nicht behoben worden. Das finden wir eben sehr traurig. Und wir wollen auch daran sozusagen anknüpfen und sagen, die Stettiner Bahn hatte eine große Geschichte. Mit der Entwicklung der Eisenbahn haben sich die Städte und Dörfer entwickelt. Da wollen wir wieder hin. Wir wollen den zweigleisigen Ausbau und wir wollen nach dem zweigleisigen Ausbau vor allen Dingen ein ansprechendes Verkehrsangebot. Ein ansprechendes Verkehrsangebot von Zügen von Berlin nach Stettin. Vielleicht auch weiter Fernzüge über Berlin zur polnischen Ostsee oder Regionalexpresszüge nach Pölitz, hier ans Haff. Also es schwingt mehr mit, es schwingt der Gedanke der Geschichte heute eine Rolle, aber es ist auch die ganz für uns große Bedeutung, dass wir eben hier wieder zukünftig eine vernünftige Eisenbahninfrastruktur und Verkehrsangebot kriegen. Ankunft am Bahnhof Police. Die Infrastruktur, insbesondere die Überdachung des Bahnsteigs, machten hier einen ziemlich desolaten Eindruck. Offenbar sind nicht nur Dampfzüge lange dort nicht mehr aufgetaucht. Umso interessanter war Police als Endstation für die Teilnehmer der Expedition. Die Dampflokbesatzung und die örtliche Feuerwehr mussten derweil arbeiten. Wieder galt es, die Wasservorräte der Lok aufzufüllen. Langsam zuckeln wir nach Stettin zurück. Sprechen wir weiter mit dem Organisator der Fahrt. Wir
wir finden das auch sehr erstaunlich, wie die Bundesregierung hier in den letzten Jahren agiert hat. 2003 zum 160. Jubiläum ist ja schon erklärt worden, dass die Strecke auf 160 ausgebaut wird. Wir sind jetzt im Jahre 2019 und sie ist eben nicht elektrifiziert, sie ist nicht zweigleisig ausgebaut. Sehr großes Engagement hat eben auch hier die brandenburgische Verkehrsministerin Katrin Schneider gezeigt. Und das muss man sagen, hätte sie sich nicht so engagiert für die Strecke eingesetzt, wäre es beim eingleisigen Ausbau geblieben. Mir fehlen persönlich da die Worte. Also man weiß gar nicht, wie man da reagieren soll, dass es wirklich gesagt worden ist, die Stettiner Bahn hat genügend Kapazität. Wir haben heute einen Sonderzug fahren lassen. Ein Sonderzug. Er musste in Biesenthal mussten wir stehen, weil es zu Überholungen kam. Wir mussten in Tanto stehen. Wir stehen nachher in Tanto fast eine Stunde. Also ich frage mich, wie kann eine Bahn leistungsfähig sein, wenn es nur ein Gleis gibt? Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber es kann nicht sein, dass zwischen Berlin, der Hauptstadt von Deutschland, und Stettin, der nächstgelegenen Großstadt, wirklich nur ein Gleis ist, was nicht elektrifiziert ist. Da fehlen mir die Worte und wollen wir jetzt dankbar sein, dass das so gekommen ist. Es war ein langer, langer Kampf, vor allen Dingen, weil dieses Versprechen aus 2003 jetzt erst 2026 eingelöst werden soll. Dafür haben ganz viele Menschen in Deutschland und Polen nicht viel Verständnis. Offenbar war die Lobbyarbeit in Brüssel erfolgreich. Das berichtete uns im Mai nach der Dampflok-Sonderfahrt der Eisenbahnexperte der Berliner SPD, Dr. Jürgen Murach. Es gab jetzt ja in Brüssel offensichtlich einen Erfolg, was die Eisenbahnstrecke betrifft von Berlin nach Stettin. Worum ging es denn da jetzt genau? Was konnte da in Brüssel erreicht werden? Ja, in Brüssel konnte erreicht werden, dass von den 100 Millionen Euro, die die Länder Berlin und Brandenburg dem Bund zugesichert haben, damit die Strecke zweigleisig ausgebaut wird, ein Teil von der Europäischen Union zurückerstattet wird. Mit dem Geld können wir dann wieder weitere Schienenprojekte anstoßen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das wirklich so, dass ein gutes Verhandlungsgeschick da so helfen kann? Weil zunächst mal war es ja so, die Bundesregierung hat ja gar nicht erst angefangen in Brüssel nachzufragen und jetzt kommt ein Land und schafft das, sozialdemokratisch regiert. Wie geht das? Ja, der Bund tendiert immer mehr dazu, dass er nur noch Sachen macht, wenn die Länder auch ein bisschen was draufzahlen. Das scheint ein neuer Trend zu sein. Und wir haben das trotzdem gemacht, obwohl eigentlich der Bund dafür zuständig wäre, dass auch die Strecke zweigleisig ausgebaut wird. Aber wir haben wir bekommen sicher einen Teil des Geldes zurück. Wir müssen bei einem EU-Projekt muss das Land in Vorschuss gehen und dann beantragen. Es hat das Risiko, aber die erfreuliche Mitteilung war, dass die EU zugesichert hat, das Projekt passt sehr gut in das Förderprogramm. Es nennt sich CEF, Central Europe Facility, und wir werden einen Teil zurückerstattet bekommen. Und das ist maßgeblich auch aufgrund der brandenburgischen sozialdemokratischen Verkehrsministerin. Und Berlin hat sich ja auch in der Richtung engagiert. Ja, ja. Also besonderes Verdienst hat natürlich die brandenburgische Verkehrsministerin Katrin Schneider. Die hatte die Idee, mit dem Bund zu verhandeln, mit dem Hinweis, wir legen was drauf. Und der Berliner Senat hat dann aber auch sofort die Frau Schneider unterstützt. Ja, ich erinnere mich, vor Jahren wurde schon gesagt, als Appell an die Bundesregierung, macht das, da gibt es europäische Möglichkeiten der Förderung. Ja. Da hieß es immer nö und überhaupt und so. Dann war schon mal von Polen vorgeschlagen worden, notfalls machen wir den Antrag. Da waren natürlich alle in der Bundesregierung wieder beleidigt. Ja. Also wir haben da offensichtlich irgendwie eine komische Hemmschwelle, um alle Fördermöglichkeiten auszunutzen. Ja, und gut, der Bund denkt erstmal an seine Prioritäten. Und seine Prioritäten sind nicht im grenzüberschreitenden Verkehr. Und es hat ja auch sehr lange gedauert, dass die Strecke überhaupt in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans kommt. Das ist ja die Voraussetzung erst. Und die Prüfung war ja auch erst vor einem Jahr abgeschlossen. Und
Der Bund hat eigentlich die Strecke sehr lange hängen lassen, sozusagen, ja. Obwohl ja. Den Staatsvertrag gibt es ja schon seit 2012. Bei diesen Teilnehmern der Sonderfahrt fiel der europäische Gedanke der Fahrt auf fruchtbaren Boden. Super Klima, naprawdę. Das ist ein super Klima hier, sehr nette Leute. Der spezielle Geruch der Kohle, des Schmieröls, das ist auch stark. Smaru tego wszystkiego, mi się to podoba, mnie to bardzo kręci. Tak, no i my też lubimy takie historyczne rzeczy, a poza tym. Wir mögen solche historischen Sachen, das ist auch ein Kulturerlebnis. Die Damen, die hier im Speisewagen verkaufen, wie die Deutschen sich so verhalten, das ist toll. Bardzo uśmiechnięci ludzie, naprawdę. Das sind so fröhliche Leute hier, ein tolles Volk. Jesteśmy zadowoleni, super. Ja, wir sind sehr zufrieden, klar, weil das umsonst ist, aber wir verstehen das auch. Das ist eine Werbung für die Bahnstrecke Berlin-Stettin, für die Europäische Union. Eine tolle Initiative. Ja, super. Sehr, sehr schön angelegt. Gute Idee. Von wo kommst du? Aus Halle, an der Saale. Und extra angereist, um hier mitzumachen? Extra angereist, um hier mitzufahren. Ja, ich muss dazu sagen, es ist schön, dass man diese Tradition wieder aufleben lässt und dann auch daran erinnert, dass diese Strecke 175 Jahre alt ist. Es ist faszinierend. Das erste Mal, dass ich sowas mitmache. Und ja, auch Einladung und hat mir sehr gut gefallen. Ne? Ja, und Sie verstehen sich beide deutsch-polnisch? Na klar verstehen wir uns. Wenn man das will, versteht man sich immer. Oh, nicht? Man na klar. Wir sind Nachbarn und wir sollen sich verstehen. Ja. Dampfzug fuhr zurück nach Berlin, in einigen Jahren, also hoffentlich auf einer zweigleisigen Strecke. Also wir machen seit 21 Jahren Reiseveranstalter für Bahnrundreisen. Wir bieten Eisenbahnreisen an, teilweise in Nostalgiezügen für Eisenbahnfans und auch Länderrundreisen, wo man einfach sagt, ich fahre nach Norwegen oder durch Spanien durch, aber alles mit dem Zug. Nicht mit Flieger, sondern alles per Bahn. Und Sie bekommen bei uns das komplette Paket mit Bahnfahrt natürlich, mit Hotel, mit Stadtrundfahrten. Und das ist möglich für Einzelreisende, sowohl wie auch für Gruppen. Also der Großteil der Kunden sind schon eher ältere Damen und Herren, die mitkommen. Natürlich auch Eisenbahnfreunde oder sagen wir, Genießer, die gerne in schönen Zügen auch fahren. Also wir haben bei manchen Reisen, zum Beispiel wenn wir durch die Schweiz fahren, auch manchmal Nostalgiezüge. Dann aber immer doppelt so viele Plätze, sodass jeder auch einen Fensterplatz hat, wenn wir die Reise machen. Und dann die Fahrt auch entsprechend genießen können. Das ist so die eine Schiene sozusagen, was wir machen. Und da sind sicherlich vom Publikumskreis her eher älteres Publikum, weil die auch vom Niveau, vom Preisniveau her, aber auch vom sonstigen Niveau mit Hotels eher weiter oben angesiedelt sind. Wir haben das Glück auch, dass wir für den Modellbahnhersteller Märklin die Reisen für den Club machen können. Da sind wir zwar in einem Jahr unterwegs, ne? Und das sind immer Highlights natürlich auch für die Kunden. Und wir haben viele Stammkunden, die nicht nur jedes Jahr mitkommen, teilweise sogar bei mehreren Reisen. Und sich dann immer wieder drauf freuen, auf die gerade bei der Nostalgie reisen. Ansonsten machen wir natürlich auch für spezielle Gruppen, Vereine oder auch Firmen Reisen. Wir haben auch teilweise Orchester schon, die rein beruflich jetzt unterwegs sind, auf den Zug gebracht, anstatt in den Bus oder zum Flieger hin. Oder Firmen-Events in Zügen veranstaltet.
sodass auch auf diesem Zweig einiges möglich ist. Für bestimmte Bereiche, gerade wenn Sie auch innerhalb von Deutschland sind, dann brauchen Sie natürlich auch unseren National Carrier on Rail. Also thank you for choosing Deutsche Bahn. Und da scheint es gerade etwas schwieriger zu werden für Sie als Gruppenveranstalter, ordentliche Tarife zu bekommen. Wie ist das der neueste Stand? Was wird Ihnen derzeit angeboten oder nicht mehr angeboten? Wir haben dadurch, dass unser Kundenstamm deutschlandweit ist, von Flensburg bis Berchtesgaden oder auch aus Holland kommt, gab es bisher immer die zugungebundenen RET-Tarife, das heißt spezielle Veranstaltertarife, zu fixen Preisen. Damit kann man gut kalkulieren. Und auch bei Zugverspätungen ist es nie ein Problem gewesen, man springt von einem Zug zum anderen. In dieser Art werden die jetzt zum Ende des Jahres abgeschafft. Es gibt dann für Veranstalter nur noch die Möglichkeit, Sparpreise zu buchen, die nicht nur zuggebunden sind, sondern die man sogar nicht mehr stornieren kann nach Ausstellung. Man muss sie ja auf der einen Seite früh buchen, wenn der Einzelreisende eine Reise bucht, auf der anderen Seite kann man nie mehr umbuchen, ne? Ohne dass der Preis weg ist. Das ist natürlich nicht förderlich für das Geschäft mit der Bahn. Die gleiche Klage hörte Colevisia auf der ITB auch von anderen privaten Reiseveranstaltern. Vielleicht sollte der DB-Vertrieb seine Entscheidung noch einmal überdenken, diesen offenbar sinnvollen Veranstaltertarif zu streichen. Die nächste ITB Berlin findet vom Mittwoch bis Sonntag am 4. bis 8. März 2020 statt.